Ralf, nun ist es ja wieder soweit. Zum Oktober 2020 kommt die Neufassung der Heilmittelrichtlinie. Macht es Spaß, mich damit zu beschäftigen? Und bringt es mir als Therapeut Vorteile? Also Spaß ist Gesetzestext, muss man sich relativieren. Aber wenn man sich damit beschäftigt, dann sieht man die Vorteile und dann macht es auch wieder Spaß. Und die Vorteile sind relativ einfach zusammengefasst, alles wird einfacher. Die Ärzte werden weniger falsch ausstellen oder werden weniger ungültige Verordnungen ausstellen. Und wenn sie das tun, dann kann ich als Therapeut, habe ich mehr Einfluss auf die Korrekturmöglichkeiten. Und deswegen habe ich weniger Absetzung. Insofern. Und wer sich und seine Praxis jetzt auch vorbereiten möchte auf Oktober 2020, der kann jetzt den Heilmittelkatalog bestellen bei uns im Shop. Ab Juli ist er lieferbar.